Die sogenannten magischen Methoden, einige haben Sie ja schon kennengelernt, zum Beispiel Init und Del, die Konstruktoren bzw. Destruktoren, Entschuldigung. Und allen ist gemeinsam, dass sie immer mit so einem doppelten Unterstrich beginnen und enden. Und wir wollen uns hier mal ein paar anschauen. Die ersten beiden kennen wir schon. Dann gibt es diese Repr, was für Representation steht. Und diese Representation ist also ein de facto ausführbarer Python-Code, der dort eigentlich zurückgegeben werden sollte, mit dem man dieses Objekt am Ende erzeugen kann. STR, wie der Name schon vermuten lässt, gibt uns eine String-Repräsentation dieses Objektes zurück. Es gibt ähnlich Unicode, das haben wir jetzt hier gar nicht auf der Liste, sieht aber ähnlich aus. Also zweimal Unterstrich natürlich. Und das gibt uns eine Unicode-Repräsentation zurück. Und diese Methoden kann ich alle überschreiben, können wir gleich mal machen. Wechseln wir wieder in PyCharm und definieren uns hier noch eine Klasse, die da lautet Dev. Wir machen es erstmal anders. Wir zeigen mal, was passiert eigentlich jetzt, wenn wir hier so einen Stack einfach ausdrucken. Und jetzt einfach sagen, print s. Und dann kriegt man natürlich diese wertvolle Information, ein Stack-Objekt und die Speicheradresse. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen jetzt eine visuelle Repräsentation unseres Stackes ausgeben. Und deswegen überschreiben wir hier die STR-Methode. Und wir könnten natürlich als erstes zurückgeben, ich bin ein Stack der Länge. Mit den folgenden Elementen. Das Format haben wir ja schon kennengelernt. So, die Länge ist einfach self items. Length wäre sozusagen unser erstes Attribut. Und hier das zweite, da wird es ein bisschen komplexer. Und hier fehlt natürlich die schließende Klammer. Ist natürlich da weg. Und jetzt kommen hier natürlich die Elemente hin. Also Self-Items auf die Weise. Sollte ich dann eine halbwegs vernünftige Repräsentation meines Objekts bekommen. Probieren wir es mal aus. Und na klar, ich muss natürlich, ich kann es eigentlich auch gleich so zurückgeben. Und dann bekomme ich eine schöne Repräsentation meines Objekts zurück, die ich mir selbst ausdenken kann. Und genauso kann ich all die anderen magischen Methoden überschreiben. Hier zum Beispiel mit dieser Int-Methode. Da könnte ich sagen, konvertiere mir mein Stack-Objekt in einen Integer. Frage ist natürlich, was da tatsächlich rauskommen soll. Macht bei einem Integer-Objekt nicht unbedingt Sinn. Hier Vergleichsoperationen. Wenn ich zum Beispiel zwei Stacks habe, wie will ich die vergleichen? Das wäre jetzt mir überlassen, ob ich das überhaupt ermögliche. Und wenn ich es ermögliche, dann muss ich mir das natürlich überlegen, will ich sie einfach vergleichen hinsichtlich der Länge, hinsichtlich des Inhalts, das vielleicht aufsummieren, etc. Das kann ich mir ausdenken und entsprechend diese ganzen Methoden LT less than, GT greater than, EQ wie equal überschreiben. Ich kann auch überlegen, kann ich zwei Stacks addieren? Mit Stacks mag das ja noch durchaus sinnvoll sein, die hänge ich einfach untereinander. Könnte ich sie eventuell subtrahieren oder multiplizieren? Das könnte man natürlich am Ende überlegen. Und wenn es für mein Objekt Sinn macht, dann kann ich eben genau zum Beispiel diese Add-Methode überschreiben. Oder dann könnte ich zum Ende mal Stack 1 plus Stack 2 schreiben. Und vielleicht hätte ich dann einfach die Stacks aneinandergereiht als neuen
Stack zurück. Aber das wären alles Sachen, die ich mir dann überlegen könnte. Und wichtig ist aber, ich habe diese Möglichkeit, das Ganze zu überschreiben. Was haben wir noch wichtig? Mit Hash kann man Hashwert generieren. Call. Dieses Call dient mir dazu, dass ich eine Klasse sowie eine Funktion aufrufbar machen kann, wenn man das dann gerne möchte. Das heißt, ja, wie auch immer, Get-Attribute und Set-Attribute und Del-Attribute. Get-Attribute heißt, wird aufgerufen in dem Fall, wenn ich versuche, ein Attribut zu lesen, was es gar nicht gibt. Dann ist es mir überlassen, wie ich darauf reagiere. Dasselbe gilt natürlich für Set-Attribute und Del-Attribute dient natürlich dazu, ein Attribut zu löschen. Also dieses Get und Set, das kann ich nutzen, wenn jemand versucht, auf Attribute meiner Klasse zuzugreifen, meiner Instanz zuzugreifen, die es gar nicht gibt. Es gibt noch ähnliche Methoden, die heißen so ähnlich, und zwar heißen die Get-Attribute, nämlich voll ausgeschrieben, und Set-Attribute. Also die heißen komplett ausgeschrieben, Get-Attribute, also nicht nur abgekürzt, wieder Unterstrich, Unterstrich und natürlich analog Set-Attribute. Und die werden jedes Mal aufgerufen, wenn ich auf das Attribut zugreife, auch wenn es das Attribut gibt. Dieses Get- und Set-Attribut, dieses einfache Variante, Get-Attr und Set-Attr wird nur dann aufgerufen, wenn es die Attribute nicht gibt. Dieses ausgeschriebene Get-Attribut, Set-Attribut wird jedes Mal aufgerufen, wenn ich auf eine Methode zugreife. Hier unten Längen haben wir klar. Die Länge, wenn ich die Länge eines Stacks berechnen will, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht für unser Beispiel. Probieren wir es einfach mal und sagen hier mal Längs. Bin ja mal gespannt, was er da jetzt sagt. Dann gibt er uns einen Typ-Error. Wenn ich jetzt aber noch nachträglich eine Längenmethode definiere und einfach zurückgebe Return Length Self Item, dann klappt das auf einmal und es kommt auch ein sinnvoller Wert raus und ich kann das Length dann eben auch auf meinem Objekt aufrufen. Was haben wir noch? Iter, ich könnte über mein Stack-Objekt iterieren. Contains, ich könnte prüfen, ob es das gibt. In dem Fall könnte ich dann zum Beispiel prüfen, if 3 in Stack. Würde in unserem Fall sogar Sinn machen. Was haben wir noch übrig hier? Was wir nicht behandelt haben, sind diese Get-Item, Set-Item, Del-Item. Die dienen dazu, ich kann auf mein Element auch so zugreifen. Wenn es also ein instanzierter Stack ist, könnte ich da auch so drauf zugreifen. Über diese Dictionary-Notation. Und je nachdem, ob ich dann eben lesen oder schreiben zugreife, könnten dann diese entsprechenden Methoden aufgerufen werden. Im Übrigen ist das noch nicht alles, was wir an diesen magischen Methoden haben. Aber das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr umfangreich ist und die müssen wir jetzt nicht hier in aller epischer Breite behandeln. Gegebenenfalls empfehle ich immer, sich die Python-Doku anzuschauen und dann, ja, wird man schon finden, was man sucht. Die ist eigentlich recht gut.